Wenn ihr euch mal anguckt, ne, ist irgendwie eine Sekunde auf den Gegnern. Ach, hier ist ja auch noch der Schatzraum, ne? Stimmt, den hatten wir ja auch noch nicht. Stimmt ja, da war ja was. Ach, guck mal an. Schubdawupp. Hm, nee. Sorry, aber die Chaos-Karte ist da schon ein wenig geiler. Jupp. Gut, dann gehen wir zum Boss, würde ich sagen. Und, ja, jetzt stellt sich mir die Frage, wenn wir alle Herzen opfern. Ah, das wird trotzdem schwierig. Ich überlege nämlich gerade, wir könnten dann auch in den Dingsraum gehen. In diesen Opferraum. Es gibt ja immer so einen Opferraum alle paar Ebenen. Und dann könnten wir uns theoretisch beide Schlüsselteile holen, um Mega-Satan zu klatschen. Ne, Mega-Satan wäre natürlich easy, weil wir hätten ja die Karte. Und dementsprechend wäre das eigentlich egal. So, wir gehen mal hier lang. Teufelsstil. Ja, das ist Swaggy. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Sehr gut. So, wir sind Guppy, wir sind die Hure. Wir gehen mal kurz hier rein. Moneybag, Midas Gold. Das ist Cursed Eye, glaube ich, oder? Cursed? Ja, das ist Cursed Eye. 4 Shots at Once. Das ist ganz cool. Das sind aber auch keine Items, die sich lohnen. Also es ist ein cooles Item, weil man damit Schaden macht, wenn man in den Raum reingeht. Und damit kann man sehr schnell Räume clearen, weil man einmal den doppelten Schaden verursacht, den man hat. Hä? Haben wir nur 3 Schaden? Ja, Gott sei Dank. Aber, ja. Aber das Lustige an dem Laser ist, dadurch, dass er so schnell tickt, ne, ist natürlich auch Guppy mit dem Laser extrem broken, weil man, ja, weil es halt einfach die ganze Zeit tickt, ne. Und man spawnt halt Fliegen bei Guppy nach Attack Speed und nicht nach Damage. Das heißt, wir haben einfach permanent 12 Millionen Fliegen um uns rum. Und kommen also somit relativ leicht hier durch. So, wir müssen mal gucken. Ja, es ist nicht schlimm. Also, ich glaube, Dings werden wir auf jeden Fall schaffen. Hasch. Ich vermute jetzt einfach mal, dass wir den schaffen. Wir haben ja quasi so einen Ring aus Fliegen. Ich würde aber gerne auch Mega-Satan machen. Weil das, ich meine, wenn wir die Möglichkeit haben, dann würde ich das gerne machen, weil wir haben die Chaos-Karte, ne? Und das habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist ein easy win dann. Ja, können wir mal machen. Obwohl, warte mal, nee, wir müssen. Nee, nee, das können wir nicht machen. Weil das Ding ist, ich will auch nicht die roten Kisten noch mitnehmen. Weil. Wenn wir zu Hasch gehen gleich, wenn wir da gleich hingehen sollten, wir machen wir noch ein paar Minuten, dann brauchen wir auch ein paar Münzen. Und vor allen Dingen will ich nicht die roten Kisten haben, ne? Da sind ja gelbe drin. Und in den gelben kann zum Beispiel auch Max, also Cricket's Head sein. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die gut ist. Und das will ich eigentlich auch ziemlich ausnutzen dann. Höp. Höp. Sehr gut. Schlüssel, her damit. Hier müsste der Boss sein gleich irgendwo. Aber wenn ihr mal guckt, ne, so viel Damage haben wir gar nicht, ne? So viel Schaden haben wir gar nicht dabei. Naja, war auch schon mal besser irgendwie, oder? War jetzt auch nicht so geil. Luck up ist okay, aber jetzt nicht der Knaller. Sehr gut. Oh mein Gott. Gut, das war ziemlich fail. Ich muss in die Richtung gucken, in die die Karte auch fliegen soll, ne, logischerweise. Ah, wir kriegen kein Teufelsziel. Aber wir kriegen einen Speed-Up. Sehr gut. Und an nächste Ebene. So, wir sind jetzt kurz vor Hasch. Ich würde sagen, das geht eigentlich bis jetzt. Ich glaube, wir werden ein bisschen länger brauchen für den Gegner. Wenn wir den, wenn wir gleich da sind, dann werden wir, glaube ich, ein bisschen länger brauchen, weil... Das Problem ist, wir haben nicht so viel Schaden. Auch wenn er jetzt rüberkommt. Die Fliegen machen auch viel Schaden. Aber Hasch ist halt auch ultra tanky. Ne? Das darf man nicht vergessen. Der hält ultra viel aus. Die Gegner sind halt eher wack. Ne? Bei so einem Phasenboss würde mich mal interessieren, wie das da aussieht. Boah, Alter, die Fliegen. Ja, die rasieren halt auch komplett durch. Holy shit.
Wie ist das eigentlich jetzt, wenn man... okay, das ist nicht schlecht. Wenn man den Keep, hier diesen Head of the Keeper bekommt, mit dem man Gold schießt, geht das auch auf den Laserring? Also ich glaube, der Ring wird nicht verändern. Wahrscheinlich hat man immer noch den Ring. Aber man spawnt dann wahrscheinlich Münzen, oder? Also könnte ich mir vorstellen, dass man Münzen spawnt. Das wäre auf jeden Fall ziemlich heftig. Are you a wizard? Nope. I ain't. Schau mal hier. Ne? Immer mal die Chance erhöhen auf jeden Fall, ein Teufelstier zu bekommen. Ja, oder war ein schwarzes Herz. Das nehme ich noch mit. Leider sehen wir nicht, wo der Boss ist. Wir sind voll in die falsche Richtung gelatscht. So ein Kack. Okay. Gehen wir mal hier rechts. Fields Batman. Oben waren wir schon? Oben waren wir, glaube ich, ne? Ja, unten waren wir nicht. Doch, unten waren wir auch. Oh Gott, hier rechts waren wir noch nicht. Da könnte es sein. Alrighty. Hopp. Ja, eigentlich kommen wir hier echt super easy durch. Aber das ist auch kein Wunder. Ich meine, wir sind nicht nur Guppy, sondern wir haben diesen Ring von 1000 Fliegen. Und werden trotzdem... Ach, komm schon. Nicht tilten jetzt hier. Ah, jetzt einfach safe runterspielen, den Kack. Und nicht tilten. Das wäre cool. Scumbag. So, sehr schön. Oh, hier haben wir wieder sowas. Eine 3. Was war denn 3? Glaube ich, D6 kann das? All Pickups on the entire floor. Könnten wir eigentlich nochmal zurückgehen und gucken. Aber wir haben, glaube ich, nicht so viel liegen lassen, weil höchstens Herzen. Oh mein Gott, das ist ja ein fucking Auge. Das sehe ich jetzt erst. Oh, scheiße. Da, wie groß ist diese letzte Ebene, bitte? Wow. Seriously? Wie kurz kommt der bitte nach oben? Also. Okay. Oh mein Gott, wo schieße ich die denn hin? Oh, ich dachte, ich spawne mittig. Oh, ich bin so ein Pfosten, Alter. Jetzt muss ich die Mom auch noch machen. Ich meine, nicht, dass ich Mom nicht schaffe, aber... ist halt so useless. Ja, jetzt wurde ich auch noch getroffen, weil ich Mom unbedingt... Naja, gut. Gehen wir zu Hasch. Gehen wir zu Hasch. Oh mein Gott, ich hoffe, ich kriege ein Energie-Package, sonst kann ich den gar nicht one-shotten. Doch, höchstens mit der Chaos-Karte. Aber wir kriegen bestimmt ein Energie-Package. Steven, na also, ein Damage-Upgrade, das ist doch mal schön. Kriegen wir... Oh mein Gott, jetzt kriegen wir Cricket's Head. Oh mein Gott. Okay, das ist gerade echt sick. Ja, Rainbow-Effekt. Das ist okay. Aber wir kriegen... Ah, wir kriegen eine Energiezelle. Okay, gut. Ich hatte schon Angst. Ich hatte schon kurz Angst. Less is no more. Wir können doch mal gucken hier. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Na, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. Hier unten drunter sind immer mal so Durchgänge. Oder die haben das... fixt, aber eigentlich nicht. Man hat mir immer gesagt, ich soll immer die Steine mal wegsprengen hier, die hier drin sind. Weil da sind oft Durchgänge zum Black Market. Ich hatte das auch, anfangs hatte ich das immer. Immer wenn ich hier war, habe ich das gesprengt. Ach, wir haben gar keine Bomben mehr. Und dann war das immer easy. Atame! Was ist denn Atame? Atame, was ist das? Now when you take damage, a black ring will appear around Isaac that damage enemy enemies
Any enemies in contact with it. Enemies killed with the Black Ring have a chance to drop Black Hearts. Okay, cool. Kann beim Devil Room, Curse Room, Greed Mode Devil Room sein. Also auch im Curse Room kann das Ganze spawnen. Und ja, wir gehen in die Kathedrale. Wie gesagt, das Problem ist, was ich jetzt habe. Wir kommen wahrscheinlich nicht bei Mega Satan rein. Es kann sein, dass wir Glück haben und irgendwie ein Item bekommen. Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht haben wir Glück. Wenn wir Mega Satan machen könnten, wäre das ultra swaggy. Das wird schon ziemlich fett. Jo. Wollte gerade sagen. Das ist halt auch super geil, dass wir einfach. Okay. Warte mal, hier ist der Super Secret Raum. Wir brauchen natürlich Bomben. Wow. Habe ich jetzt gerade echt die Fliege damit weggeballert. Das ist natürlich Kappa Pride, So, wir gehen mal hier lang. Okay, Sündenraum kann man sich eigentlich mal geben. Obwohl. Ich will eigentlich ein bisschen Leben sparen. Wenn wir Leben sparen können, sodass wir. The World. Okay. Da unten, okay. Das Ding ist halt, die Chaos-Karte müssen wir eigentlich mitnehmen. Komplett. Also die Chaos-Karte müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das Einzige, was wir holen könnten uns, wäre Dad's Key. Dad's Key wäre cool. Wenn wir den kriegen würden, das wäre awesome. Das Problem hierbei ist nur, weil es könnte nämlich passieren, dass wir zum Beispiel die Karte bekommen, mit der wir automatisch hier Get Out of Jail for Free gedönst da, ne? Das hatten wir ja letztes Mal. Das Problem dabei ist nur, dass wir dann unsere Chaos-Karte nicht mehr haben. Und ich weiß nicht, ob wir mit diesem Item-Bild, ob wir da Dings schaffen. Mega-Satan, da bin ich mir nicht sicher. Weil sie sind eigentlich strong, aber ist schwierig. Ja, die Fliegen machen halt tons of damage, ne? Also es könnte auch sein, dass wir das damit hinkriegen. Wir gucken uns mal nochmal die anderen Räume noch an. Weil vielleicht haben wir Glück und kriegen irgendwas Tolles. Wo wir gerade von toll reden, ne? Kappa Kebo. Ja, den können wir mal füttern. Vielleicht hat der ja irgendwas Cooles. Wenn es geht, bitte kein Herz-Upgrade. Oh, eine Bombe. Ich gebe dir 12.000 Münzen und du gibst mir eine Bombe, du Knecht? Und einen Schlüssel. Ja, super. Also Schlüssel habe ich auf jeden Fall genug für die nächste Ebene. Wenn ich irgendwie was aufmachen muss oder so. Na, super. Portable Slot Machine. Ja, brauche ich nicht. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. So, dann lass uns mal den Boss klatschen. Jo, das war easy. Das war wirklich easy. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Odd Mushroom, satanische Bibel, Salz und... Das können wir mitnehmen. Das komische Salz da ist relativ useless. Das können wir mal kurz mitnehmen. Ja, wir brauchen Dad's Key. Weil ansonsten können wir das ja auch nicht aufmachen, ne? Ohne Dad's Key geht hier sowieso gar nichts. Oder diese Karte. Diese Karte wäre auch cool. Weil dann können wir die Karte mitnehmen und dann können wir die Karte noch aufheben hier, unsere. Aber ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Karte bekommen in diesem Run noch? Ist nicht so hoch, oder? Merkt das selber. Von daher, ja, mal sehen. Dieser Rainbow-Effekt, ne? Den hatte ich ja letztes Mal, hat der mich ja ziemlich angekotzt, ne? Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo ich diesen Rainbow-Effekt hatte? Und der mir übelst auf die Eier ging, weil ich mich immer selber in die Luft gesprengt habe und so. Jetzt finde ich ihn gar nicht so schlimm. Finde ich cool, dass wir auch mal wieder Guppy wurden. Schöne Chaos-Karte. Beste Erfindung ever. Wie viele Runs ich jetzt damit schon gewonnen habe, einfach. Hä? Hier sind doch gar keine Gegner, Mate. Mach mal deinen Kopf hoch. Ey, wieso spawnen jetzt hier gar keine Items? Das ist so feels bad, man. Monsters Tooth. Ja, das ist natürlich auch nicht so geil. Haben wir hier noch? Waren wir hier schon? Ach, guck mal. Mr. Mega. Kriegen noch 5 Bomben. Ah.
Distant Admiration Fly. Hier droppt wieder leider gar nichts. Wir haben auch leider nicht den Dings mit, ne? Den Guppies Tail, glaube ich, oder? Haben wir Guppies Tail bekommen? Ne, wir haben. Ne, wir haben Guppies Schwanz, den Fellball und. Ne, nicht Guppies Schwanz, Guppies Kopf. Und die Katze an sich haben wir bekommen, ne? Deswegen haben wir 9 Leben. Genau, da war ja was. Normalerweise kriege ich immer, wenn ich Guppy werde, diesen Schwanz. Keine Ahnung, Guppies Tail bekomme ich wirklich immer. Ist auch geil, dass da einfach jeder Gegner stirbt, der da dran ist. Ja, wie kommen wir jetzt hier rein? Das Problem ist, ich weiß gar nicht, gibt es hier einen Raum in der Ebene? Gibt es hier so einen Raum überhaupt? Nee, ne? Das hätten wir alles vorher machen müssen wahrscheinlich. Wo waren wir denn noch nicht? Mein Gott, ich habe mich mega verlaufen. Waren wir hier schon? Hier waren wir schon komplett, ne? Oh, jetzt habe ich mich mega verlaufen, ey. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin soll. Fields Batman. Hier waren wir auch schon. Hier waren wir auch schon, oder? Ne, hier waren wir noch nicht. Okay, dann sind wir hier gleich beim Boss. Ah, drop mir mal bitte die Karte, Mate. Drop mir mal bitte die Karte. Oder irgendwie das Item, that's key. So wird das doch nicht. Ah, es droppt einfach nichts. Hier ist schon der Boss. Ich will aber noch nicht zum Boss. Der Pieper. Ja, toll. Tolle Wurst. Oh, vielleicht macht er hier die Dings auf. Es gibt hier, glaube ich, so ein. Ich glaube, es gibt hier eine Karte, oder? Destruction. Blank Rune. Vision. Jera. Purity. Purity. Gibt es da eine Rune, die eine Kiste aufmacht? Weil dann wäre es eventuell mit der Blank Rune möglich, weil die ja einen Effekt hat. Ein Random Effekt. Invincibility. Entire Map. 3 Blue Spiders. Remove the Curse. Creates a Trapdoor on the Floor. Destroy. Warte mal. This card. This rune will destroy all breakable objects. Double all pickups. Leider nicht. Leider nicht. Und ich glaube tatsächlich die Karte. Oh, wir haben auch nicht mehr viele Möglichkeiten hier. Ich glaube tatsächlich die Karte, die Sachen zerstört, zerstört nicht die Tür. Das wäre Quatsch. Das wäre so bad, wenn wir jetzt hier nicht irgendwie noch was bekommen würden, ne? Ja, wir bekommen halt wirklich nichts. Fucking unlucky. Wir haben auch leider keine Möglichkeit, irgendwie nochmal Leben zu opfern. Wir könnten mal in den Dingsraum gehen. Hier in den hier. Vielleicht haben wir Glück. Und da ist irgendwas super geiles drin. Okay, nevermind. Okay. Nevermind. I find someone like you. Gut, dann war's das. Dann müssen wir leider zum Boss gehen. Schade, ey. Das ist immer so echt Fields Batman irgendwie. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, dann noch zum zum Megasatan zu gehen, ne? Weil wir hätten ja dann schon theoretisch gesehen viel, viel eher das machen müssen, ne? Wir hätten. Boah, es gab ewig keine Curse Rooms. Also da muss man echt sagen, da muss man echt, ja, viel Glück haben. Naja, aber ist nicht schlimm. Immerhin haben wir es geschafft. Wir haben Hush mit einem weiteren Charakter freigeschaltet, nämlich mit Eve. Und uns fehlen jetzt nur noch 1, 2, ja gut, die lasse ich jetzt mal außer Acht. 3 Charaktere fehlen uns nur noch. Blaue Baby, Magdalene und Lazarus. Ne? Lazarus, ja. Also, eigentlich vollkommen okay. Ich finde, wir haben einen guten Run gehabt, aber ich habe ja schon gesagt, am Anfang hatten wir schon echt geile Items. Ne? Wenn man dann Glück hat natürlich und gut spielt, dann schafft man das auch easy. Vor allem Chaos-Karte und Kartenmimik. Ne? Das ist halt Free-Win. Kannst du nicht viel falsch machen. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich denke mal, beim nächsten Mal werden wir vielleicht nochmal eine Challenge machen oder eine Daily Run. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Da möchte ich mich eigentlich auch nochmal messen mit anderen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.